So, Freunde, da sind wir wieder zurück zu Glossy 2, die Nacht des Raben. Wollt's mal ein Schlückchen trinken? Wir quatschen erstmal mit Jarvis. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner pro Liste? Pro Typ 250 Erfahrung. Ich habe Bulko besiegt. Nice. Hab ich mitgekriegt. Reife Leistung. Donje! Rot sieht nicht mehr ganz so gut aus. Sentenza wollte mir Gold abknöpfen. Das war keine gute Idee von ihm. Festa hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht. Immer ein anderer Spruch, Freunde. Geil. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Ist doch geil, Junge! So. Ach. Pass ihn mal durch. So, jetzt gehen wir zu Pepe. Gehen danach zurück. Weil ich weiß nicht, vielleicht hat Pepe auch irgendwie ein bisschen Einfluss oder sowas. Auf jeden Fall wird uns Pepe auf jeden Fall wieder ein paar Erfahrungspunkte geben. Das bringt uns auf jeden Fall was. Warum? Weil wir Boto platt gemacht haben. So, wir müssen dann eh nochmal zurück pennen. Das müssen wir eigentlich gar nicht. Warte auf, wir brauchen Mana. Bulko hat seine gerechte Strafe erhalten. Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Das hat das Schwein verdient. Ja, das war's jetzt, oder was? 100 Erfahrungspunkte, kein Gold, kein Schaf, kostenlos, nichts. Geil, Freunde. Einfach nur geil, Mann. So ein Dreck. So, natürlich die leise Hoffnung, dass wir, wenn wir mit Dexter fertig sind, ich könnte mir so im Notfall noch ein paar Lurker platt machen, dass wir dann noch ein Level aufsteigen. Ich hab mir das schon gedacht. Ist aber nur eine leise Hoffnung. So, wir reden mal erst nochmal mit Torloff. Das ist doch lange bekannt. Ach. Ich bin ganz deiner Meinung. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Bombenmann, der Typ Wolf. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Mal gerade gemacht. Kort denkt, du wärst gut genug, um anzufangen. Jo. Seifer sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Kort hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Sentenza will nicht für dich stimmen. Er sagt, du schuldest ihm noch ein Goldstück. Ich geh nochmal hin zu ihm, du. Basta meinte, du wärst okay. Okay. Und da hält dich für ein Kameradenschwein. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Alles klar. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Und reicht's? Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Auch wenn Kort dabei etwas nachgeholfen hat. Hallo! Meine Stimme hast du jedenfalls. Und du hast einige faire Duelle gewonnen. Das hat er doch. Viele der Söldner respektieren das. Selbst ist die meisten Söldner sind für dich. Von unserem Seite aus. Also, wir würden jetzt Söldner werden können. Geh zu Lee, er wird dir alles weitere erzählen. So. Achso, was können wir eigentlich bei Torloff steigern? Ich will. Er hat auf die Stärke und Geschicklichkeit. Nice, Freunde. Geschicklichkeit ist wichtig, ne? Stärke scheiß drauf, aber Geschicklichkeit ist wichtig. Könnten wir auch hier machen, Dude. Wollen wir erstmal aber nicht, ne? Wir wollen erstmal ein bisschen besser Einhand irgendwie umgehen können. So, Tag! Nee, warte. Jetzt. Hallo! Khaled? Hast du was dagegen, wenn ich bei euch mitmache? Wenn du die Probe bestanden hast, werde ich für dich stimmen. Mit dir das habe ich. Na, dann ist ja alles klar. Das ist doch super. Welche Waffen hast du anzubieten? Welche Waffen hast du anzubieten? Hast du mal einen geilen Bogen? Ich nur bin die immer besten. Noch. Ja, komm. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Bogen. Oh shit. Stimmt, der hatte ja die übelsten kranken Dinger, ne? Mann, und dann, weißt du, und dann halt so eine Lücke zwischen 90 Geschicklichkeit und 30. Jungs, wir haben 50, da muss doch was gehen. Dreckskacke, Mann. So, Lee, Tag. So, wir dürfen uns jetzt nicht verklicken, weil ich will ja nicht Söldner werden. Ich dachte nur, vielleicht können wir noch ein paar Erfahrungspunkte abgreifen. Oder für euch wenigstens mal einen Dialog anhören. Ach hier. Wegen Bulko hat Onar jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ich hab so schon genug Ärger. Ich hab mich eh drum gekümmert. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Dann hast du die Probe von Torloff bestanden? Jo. Ja. Das ist gut. Was sagen die anderen Söldner? Sind alle geil. Die meisten sind für mich. Gut, dann geh jetzt zu Onar. Ich habe schon mit ihm geredet. Wann, Lee? Wann? Über deinen Sold musst du selbst verhandeln. Wir haben ja vorher gespeichert und ich zeig's euch nur mal. Die Magier-Sache kann ich euch oder will ich euch eigentlich nicht zeigen. Das ist dann einfach relativ einfach. Ihr müsst mit dem Schaf hinlaufen mit 1000 Goldstücken und fertig, ne? Dann war's das. Ona! Du Stück Scheiße.
Lee schickt mich. Ich will hier als Söldner arbeiten. Er hat schon mit mir geredet. Wann? Ich habe schon nicht viel von dir gehalten, als du mich zum ersten Mal gefragt hast. Pass mal auf, Fräulein. Aber wenn Lee meint, dass du was taugst, wirst du deine Chance bekommen. Er ist derjenige, der für dich die Verantwortung trägt, also meinetwegen. Aber mach keine Dummheiten hier. Lass die Bar ja, komm, gib mir mein Geld. Mit Lee ab. Wir müssen uns nur noch über deinen Sold... So, wie viel gibt's denn? Wie sieht's mit meinem Sold aus? Nun ja, ich halte nicht besonders viel von dir. Und? Und du belästigst mich ständig mit irgendwelchem Mist. Ich bin das zweite Mal Lass hier. Lass mich nachdenken. 40 Goldstücke. Was sagst du? Ja, hier pro Tag. Pro Tag? Was dachtest du denn? Pro Woche? Der Schlauste bist du wirklich nicht. Sieh zu, dass du deinen Hintern hier hinbewegst, um dir dein Geld abzuholen. Ich werd's dir nicht hinterhertragen. Das ist zu wenig. So das sieht's nämlich aus. Du kannst natürlich auch umsonst für mich arbeiten. Kann ja auch umsonst die Klinge im Mehr bekommst stecken. Du jedenfalls nicht. Okay. Wie gesagt, wir speichern nicht ab. Wir laden dann irgendwie gleich nochmal. Nur damit ihr es mal gesehen habt, ne? Also, weil ich denke mal, viele von euch, die. Also, viele, die von euch nochmal anfangen werden, Dossi 2 zu spielen, hätten, glaube ich, Bock auf Söldner, weil, wie gesagt, ich mache die Miliz. Ein paar werden vielleicht als Magier sich probieren. Kann ich nur sagen, das ist relativ schwer, aber das schafft ihr schon. Und da müsst ihr wirklich mit den Erfahrungspunkten haushalten, beziehungsweise mit den Lernpunkten. Da müsst ihr wirklich aufpassen. So. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Warst du bei Ronald? Ja. Er ist einverstanden. So, ich wollte nur, dass ihr die Musik mal herbekommt. Wir hätten übrigens eine Rüstung bekommen. Die Söldnerrüstung. Die ist halt minimal besser, Jungs. Minimal. Sieht scheiße aus auf jeden Fall. Aber was soll's. So, das war jedenfalls der Weg zum Söldner. Den haben wir fertig. Oder den hätten wir fertig. Was wir jetzt machen ist... Lee, hallo sagen. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Scheiß drauf. Wir laufen jetzt zu Dexter. Wir wollten ja Dexter platt machen. Wir haben Pepe fertig, Jarvis fertig, Lee fertig, Olaf fertig. Lieber die Finger. Wir können los. Ich wundere mich über das. Also, nicht, du hast das nicht gewusst. Mehr, was ich glauben soll. Ich nicht gewusst, du. Das ist nicht so. 10 Uhr, die wir mittags hin. Hier zu unserem besudelten Bett wieder. Zack, zack, zack. Oh, Freunde. Habe ich gerade vor allem deswegen gemacht, weil ich jetzt keinen Bock hatte, noch Mana wieder nachzufüllen. Lebenspunkte wären, glaube ich, 30 gewesen, das... Oh. Ah! Sorry, das hätte er auch selbst. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber das mit dem... Da oben müssen wir hin. Das mit dem Mana habe ich jetzt einfach keinen Bock drauf gehabt. So! Weil wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen Mana, schätze ich die einfach mal stark von aus. Was haben wir denn eigentlich angelegt? Eisblock, 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 Eisblock. Also wenn alle Schritte wirklich nicht schaffbar sind, gibt's den hier. Für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist ein Dämonenbeschwören. Der ist, ihr kennt jetzt Sled. Ich habe ja für euch schon mal ein Sled beschworen. Da gibt's die Weiterentwicklung vorne, das ist ein Golem. Das Problem beim Golem ist, dass immer wenn der eigentlich getroffen wird, meines Erachtens so ein bisschen zurückweicht oder sein Angriff halt blockiert. Also der Angriff wird blockiert, wenn er getroffen wird. So war das mal auf jeden Fall in einem der Dossi-Teile. Ich weiß nicht, ob es auch in Dossi 2 war. Können wir nachher auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn da 5 Banditen um ihn herumstehen, trifft ihn immer einer. Das heißt, der macht nichts. Das ist quasi nur ein fetter Stein, der in der Gegend rumsteht. Macht nicht so wirklich Sinn. Was ich aber für euch mal ausprobieren will, ist der Feuerregen. Das Problem ist, beim Feuerregen... Wartet mal. Beim Feuerregen müssen wir uns halt eine Stelle suchen. Und wo aus wir den... der braucht ein bisschen, ne? Der braucht so... Der macht um uns herum halt übelst den Flechtschaden. Und der braucht aber locker mal so 5 Sekunden, bis er sich auflädt. So. Wir wissen ja, da hinten gibt es irgendwo einen Eingang. Das Problem ist, ich glaube, von hier aus kommen wir gar nicht dahin, oder? Wir müssen irgendwann mal durchlaufen. Also, vielleicht könnten wir von da hinten runterspringen oder irgendwie sowas, ne? Das könnte ja von der Sache her funktionieren, aber mehr auch nicht. So. Was war das denn? Wie ist das gehört, Freunde?
Okay. Ihr habt gewonnen. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. So, da uns hier niemand angreift, können wir nochmal speichern. Jungs, seid ihr bereit für die große Schlacht? Hey Arschloch! Ah, jetzt geht das wieder los. Hey Arschloch! Jetzt bist du dran! So ein Ding, ne? Das ist zu dem Thema. So, Versuch Nummer 1 gescheitert. Scheiße Nummer 1. Okay, Versuch Nummer 2 ist ein anderer. Oh. Oh. Weg mit der Waffe. Na bitte, geht doch. Der Trick klappt immer wieder aufs Neue. Weil die so blöd sind. Okay, was war das gerade für ein Trick? Trick? Ihr müsst mit gezogener Waffe reinrennen, dann werden nämlich alle Gespräche immer unterdrückt. Und wenn die Gespräche unterdrückt werden, heißt das nichts anderes, außer, dass die Typen die Waffe ziehen und ihren Dialog, ey, ne, pack die Waffe weg und so machen. Und wenn du dann an den Typen vorbeiläufst, an der Wache, das ist ja der Witz daran, nur die Wachen, also die beiden Wachen, die ihr gerade gesehen habt, die rechts vom Turm jetzt von uns dort gesehen und die links am Weg, ne, an der Brücke, und Dexter. Alle drei haben diesen Dialog, wenn wir jetzt denen zu nahe kommen, ohne dass wir die Waffe in der Hand halten, sagen die, ey, ne, du bist zum zweiten Mal hier, jetzt gibt's aufs Fressbrett. Ne, alle anderen ist es scheiße, glaube ich, scheißegal. Oder allen anderen ist es quasi scheißegal. Und genau das ist nämlich der Witz daran, ne? Also deswegen kannst du bei so Sachen immer mal schön reinlatschen. Wo war denn? Ihr könnt noch um auf die Mine rauf. So, Jungs, aber ich wollte euch ja mal was zeigen, ne? Hallo? Yeah, baby. Daran wird sich nie etwas ändern. Das kann doch nicht wahr sein. Yeah, baby. Jetzt bist du da. Und da hinten kommt Greg übrigens. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Das ist der sogenannte Feuerring. Der Mistkerl hat noch nicht mal Gold dabei. Ey, hör mal auf jetzt, ne? Das ist mein Gold. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Hör auf. Alle Banditen haben wir noch nicht platt gemacht, Freunde. Ne? Ihr wisst ja, die hinten vom Turm noch. Aber kriegen wir schon noch hin. Liebe den Feuerregen, Freunde. Wir hätten vielleicht auch das Unwetter machen können. Das ist theoretisch der gleiche Zauber, nur dass er halb so viel Schaden macht. Aber warum, Freunde? Guck mal, der hat zwei Segen damit, ne? Wir haben die alle schön Dietrich dabei. Das ist so nice, Jungs. Drake nicht ansprechen, ich habe keinen Bock auf dich. So, in der Hütte ist immer noch der Herr Dexter. Ne, dürfen wir nicht vergessen. Haben wir hier wirklich alle vier ausgenommen? Wo ist das Schwein? Hinter dir in der Hütte. Der Hauptmann? Der ist hier. Dann geh mir aus dem Weg. Drake, du machst das schon, ne? So, bei dem Kampf sind wir natürlich auch dabei, ist ja logisch. Lalalala. Nee, zieh ruhig den Bogen. Weg mit der Waffe. Na bitte, geht doch. Dexter. Wo ist er denn jetzt? Er war hier. Na dann geh und such ihn. Scheiße, Dexter, wo ist denn jetzt? Jungs, diese Dodging-Skills, Mann! Hat der sich jetzt echt nach oben verkrümelt, die dumme Sau? Ich glaube, Greg bleibt nämlich dann hier, Jungs, deswegen klaue ich jetzt schon mal alles. Wisst ihr nicht, weil nachher ist es vielleicht Gregs Bude oder sowas, weißt du, dann darf ich wieder nichts klauen. Und solange der oben dazu blöd ist, runterzulaufen. Links, rechts, links, rechts, rechts. Perfekt. Bleib stehen, du Lump! Ich den Dexter! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Das war's für dich, Penner!
So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Oh, mach ich ja gerade, wenn du mich nie ablenken würdest. Was hat er bei sich? Er hat eine Waldbeere bei sich. Er hat noch einen Befehl. Ich habe dieses Schreiben dem Banditen Dexter abgenommen. Können wir uns gleich durchlesen. Truhenschlüssel von Dexter. Ist wahrscheinlich für die Truhe da hinten, die wir gerade so aufgemacht haben. So. Dann lesen wir uns die Kacke mal durch. Und so einfach macht ihr die Banditen ja platt. Machen wir es denn? Ja. Oh Gott, Jungs. Märchenstunde Nummer 1. Dexter, du Mistkerl! Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche mehr Sklaven, sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hineinzulangen. Da kann ich mit Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Corinnes finden. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht dafür bezahlen. Raven! Greg! Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Ach verdammt, das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Corinnes kommt. Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Oh doch, Jungs, das ist nämlich es die Erweiterung. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Ja, eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Du, Greg ist der beste Mann hier auf dem Planeten, du. Greg macht halt so. Ich glaube, oben waren wir dann, glaube ich, schon, ne? Damals, wo wir das erste Mal bei Dexter waren. Boah, Alter. Da oben hat er sich versteckt, die dummen Lurchsau. Kann man nicht wahr sein, ja, hier oben waren wir. Klasse, also wir haben drüben noch ein paar Banditen, die wir platt machen müssen. Das Problem ist, dass da noch eine Wache dabei ist, die gar nicht so scheiße ist, glaube ich. Es hat übrigens doch nicht so lange gedauert mit dem Feuerregen, oder? Also das kam mir damals noch länger vor. Natürlich, wie sie alle einfach krepiert sind. Ja, die kämpfen auch teilweise mit schweren Ästen. Ich meine, was wollen die erwarten, ne? So. Joa. Machen wir jetzt am blödsten. Also auf jeden Fall, bevor ich wieder irgendeinen Schwachsinn mache. Der Dämon weg. Den Dämon zeigt. Ich zeig ihn euch auf jeden Fall irgendwann noch, ne? So ist nicht. Aber es kann halt noch mal ein paar Minuten dauern. Wir können mal hier diese Eispfeiler nehmen. Die sind nämlich nicht besonders stark. Die Wache, weißt du? Hey! Missgeburt! Alex, einfach nur geil. Ich bin nur richtig schlecht. Richtig schlecht. Also die Wache ist stärker als wir, das ist gerade das Problem. Wir sprechen uns noch. Na, komm doch mal her, Junge! Wenn 400 Erfahrungspunkte uns, nur mal so, für die Wache, da wisst ihr aber, wie stark die ist. Alter, wir haben auch ordentlich aufs Fressbrett bekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Ach, die Scheiße. Was war eigentlich in dieser Hütte hier drin? Bett? Links, rechts. Meine Fresse. Eine Zange, eine Säge, das gleiche, was quasi Dexter eigentlich da. Nehme nicht Dexter, sondern eine andere Kiste war. Nur halt noch die Light-Version. 14 Uhr, dann pennen wir bis abends. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie mich so viel zu heilen ohne Trank. So, 2 Banditen haben wir, glaube ich, drüben noch im Turm. Ich glaube, ein ganz kleines bisschen Krempel liegt da auch noch rum.
Und ich muss euch ehrlich sagen, so reibungslos hätte ich es gleich gedacht. Nur die erste Variante war halt doof, ne? Aber die Wache ist auch einfach nur stark, Mann. Muss man mal ehrlicherweise sagen. Die ist einfach nur der Heavy Shit. Aber ansonsten ist sowas eigentlich ganz geil, Mann. Und wir haben auf jeden Fall. Was willst du denn, Junge? Und ihr seht schon, der hat nur einen schweren Ast und damit wisst ihr ungefähr, wie stark der ist, ne? Also und der heißt auch nur Bandit, deswegen habe ich jetzt einfach mal als Rapier genommen. Ich meine, für irgendwas muss das Rapier da sein. Jungs, wir haben es geschafft, mit dem letzten Typen, der hier noch lebt, den letzten Banditen noch ein Level aufzusteigen. Nice. Also ihr seht auch, die normalen Banditen, die haben immer nur diesen einen Angriff drauf. Also nur ein Schlag und dann wieder nichts, dann wieder ein Schlag, dann wieder nichts. Oh, Silberkelch, okay. Die sind kein Problem, ne? Weil das kannst du ja abblocken. Das kannst du ja undefiniert lange abblocken quasi. Oh. Ich meine, oben waren wir, aber ich glaube, oben haben wir auch schon alles geklaut. Aber wir können ja quasi oben dann die Folge beenden, Jungs, mit der Aussicht bei Nacht, wenn es regnet. Da lebe ich noch in der Gans. Nee. Da war eine Aussicht. Jungs, das war Dexters Lager. Wir können ja mal so machen. Das war Dexters Lager. Wir gehen natürlich noch nicht in die Minen rein. Wir wissen ja, ich glaube, Mindcrawler und Sled, glaube ich, waren da, ne? Das war nicht so geil, letzte Mal. Wir können auch mal hier hinstellen. Was als nächstes ist, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt zurück. Wir müssen das Krautpaket noch holen und wir gehen zu Batras, weil wir einen Dexterplatt gemacht haben. Wir könnten auch mal kurz bei Skippy vorbei, einfach nur um zu sagen, hey du, ich habe übrigens direkt getroffen, ne? Keine Ahnung, ob da noch irgendwas ist. Und sollten wir dann von Batras nicht nochmal losgeschickt werden? Richtung der neuen Welt, ne? Also sozusagen nicht von Batras Team in Auftrag. Wenn wir ihn auch verkriegen, können wir nicht mit Laris dahin laufen, Jungs. Sollten das nicht passieren, gehen wir in Kapitel 2. Dann werden wir uns der Stadt wenigstens anschließen. Also es kann sein, dass wir jetzt in der nächsten Folge oder spätestens in der übernächsten schon, also das wäre dann quasi Wochenende, schon ins zweite Kapitel, ins zweite Kapitel gehen. Wir haben es immerhin geschafft, Stufe 11. Ich habe euch ja schon mal, glaube ich, am Anfang gesagt, Stufe 12 war bis jetzt, glaube ich, mein Maximum. Im ersten Kapitel, das reicht. Die 10 Lernpunkte werden wir übrigens in die Einhandausbildung eigentlich so gut wie komplett reinbuttern. Da werden wir als Kämpfer sozusagen bleiben, aber ihr habt es ja selbst gesehen, also wenn wir Volltreffer machen, machen wir Schaden. Wenn wir keine Volltreffer machen, machen wir so gut wie gar keinen Schaden. Wir müssen einfach voll auf Volltreffer gehen. Sorry und so. Das muss erstmal hochentwickelt werden. Und dann machen wir weiter halt Richtung Geschick, um den Meister den irgendwann anzuregen. Alles klar, Freunde, bis denn!